Oh, ja. Hallo Leute und willkommen zum Rückspiel des Champions League Oracles. Und wir starten mit der Partie Manchester City gegen PSG. Und da haben wir ein 1:1 letztes Mal hinausgekommen. Ausgegangen ist die ganze Partie 2:2 mit sehr vielen Fehlern, meiner Meinung nach. Also das zum Beispiel von Fernando, das muss man sowieso nicht irgendwie gutheißen. Es war einfach nur bitter auf der Weltspitze, also auf dem Niveau. Und ja, ich würde sagen, wir konzentrieren uns mal wieder auf die Partie. Rabiot, oh mein Gott. Die Ausgangslage ja wirklich gut von unserer Partie. Gewesen. Und dann Company. An die Latte. Jetzt versuchen wir mal. Ja, das ist besser. Alter! Man klärt mir in die Gefahrenzone. Konterzeit. Ja, aber. Lukas. Alter! Soll ich gar nicht so wie gehen. Na. Es wird der Sterling. Na, und Aguero. Aguero. Alter! Na, und Rabiot, der macht den jetzt, oder? Rabiot! Golasso! Und was willst du mit City? Oh, sehr schön. Ohne Jaja wird es ja besser. Dad. Die Frage ist nur rot oder glattrot. Also gelb oder glattrot. Gelbrot. Alter, und aus ist. Also, PSG kommt bei uns weiter. Schauen wir, wie es am Dienstag ist. Und wir sehen uns gleich bei Real gegen Wolfsburg, das ja einen unglaublichen Score von 5:4 gehabt hat. Bei uns im Hinspiel. Und in echt ist es ja 2:0 für Wolfsburg ausgegangen. Also das wird auch sehr spannend. Bis gleich. Jo Leute und willkommen zur zweiten Partie, die wir vorher schon angesprochen haben. Real Madrid gegen VfL Wolfsburg. In echt gewannen die ja, wie schon gesagt, 2:0. Komplett überraschend für jeden. Und bei uns gewann ich mit einer knappen Partie 5:4. Der Schüler das erste Mal vor dem Tor, aber... Mann, der Schüler. Scheiß Abschluss. Also jetzt haben wir uns gar keinen gut Kick mehr gewonnen. Naja, Tommy. Und Caligiuri startet. Und Lupfmann. Jawohl, ja, 1:0 Wolfsburg. Keller Navas, du Dumme! Caligiuri mit einem frühen Tor. So. Max Kruse. Und das ist das 2:0 Max Kruse. Jawohl, damit wäre Wolfsburg bei uns auch sogar schon weiter. Und Schürrle ist am Weg. Und da drüben startet. Alter, was ist jetzt? Kruse, und da ist der Stange. Aber Schürrle jetzt im Nachsetzen. Was ist das für eine Scheißverteidigung? Oh mein Gott. Der Spanier. So, dieser Kombinationsfußball. Kruse schon wieder durch. Und da ist es 4:0 im 38. Das ist Wolfsburg. Junge. Max Kruse, die geile Sau. In dem Spiel. So, ich Kontrolle ist aufgenommen. Und Schürrle mit dem... Mein Controller war aus. Ja, ich hab's ja gewusst, sorry. Ja, was war's? Ich hab auch damals 3:0 der Kalisma. Weil ich lass mich jetzt noch 10:0, 6:0 abschießen. Wenn einfach das Spiel buggy ist, weil die Wichskinder von dem hohen Verein Wolfsburg jeden einhauen. Ey, Wolfsburg ist geile Mannschaft. Na. Fail. Und... Zum Glück hat Zita am rechten Teil jetzt ein Patte Bass. Max Kruse, ja, und er geht durch. Da hat das Viech an. Und da ist der 6:0. Luis Gustavo. Und es geht immer weiter. It goes on and on and on and on. Mittlerweile ist einfach nur bitter, gell? Wie schön an Gustavo, das ist ja schon bald. Er schickt einen Draxler. Javi! Und bitte! Ja, da ist es 7:0. Markus, ich erhoffe, interessiert es nicht mehr. Wolfsburg. Die Partie, ich gebe jetzt auf, Markus, tut mir leid.
Ich verstehe es einfach nicht, was bei Wolfsburg ist, als hätte jeder 99er Karten. Tut mir leid, das war's. Wolfsburg ist weiter. Komm schon. Tut mir leid. Damit war's das von der Dienstags-Episode. Tut mir leid. Nur so als Erklärung. Es ist beim 5-0 abgebrochen. Wir haben das jetzt danach gestört. Meine Mannschaft hat auf einmal wieder gut gespielt. Das scheiß Video ist an und die spielt wieder scheiße. Da haben wir um 6 Minuten gespielt und 2 Tore sind gefallen. Ja, Mania, auf einmal, vorher, ohne Witz. Das ist jetzt da eine Anekdote, die muss noch sein. Die haben jetzt, wie wir die 5 Tore nachgestellt haben, eine 4er Verteidigung, eine perfekte gehabt. Sind perfekt zum Ball gegangen. Jetzt da beginnen wir das Video wieder. Was ist? Sie spielen wieder mit einer 1er Verteidigung. Passt, Leute, wir sehen uns morgen.